Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Willkommen zurück zu La Familia Le Schnittchen. Ja. So, ihr geht jetzt zum Parkhaus, während sich Messerstecher Johnny noch ein bisschen gerade mit Louis vergnügt. Ja, tue ich. Ihr kommt im Parkhaus an, ja, okay, und lauft dann einfach zum Auto. Ne? Parkticket zahlen. Wer macht das? Hast du Geld mit? Klar. Ansonsten hätte ich einfach unten ein bisschen Kollekte gemacht, aber wenn du. Okay. Naja, ich hab Geld dabei. Gut, also gehst halt zu dem Automaten, ne? 2,50, schmeißt da rein. Und dann fahrt ihr mit dem Auto raus. Wir fahren auf die Elm Street wieder, natürlich Richtung Laden. Du möchtest einfach in die Gasse reinfahren? Yes, sir. Okay, in die zweite noch, da wo die LKWs immer reinfahren? Yes, sir. Okay, ja, dann biegst du halt links ab. Du siehst sie halt, während du noch am Brutzeln bist, ob irgendwann das Auto vorbei sind. Und du fährst dann halt links in diese Gasse rein. Erstmal siehst du halt links und rechts halt nur so Wand, ne, logisch. Und dann nach, ich sag mal so ungefähr 50 Metern, auf der linken Seite ist dann halt so ein bisschen Maschendrahtzaun, dann halt so, ich sag mal, Tor und dann wieder Maschendrahtzaun und dann so ein Gebiet. Wenn ihr da drauf guckt, siehst du halt so zwei Stellplätze quasi für LKWs, okay, die so nebeneinander da stehen könnten und so ein bisschen Wendeplatz auf diesem Parkplatz und super viele Asiaten, die halt die ganze Zeit in diesen LKW rein und raus und die ganze Zeit irgendwelche Säcke da rein und wieder rausbringen. Ja? Oh, okay. Wie viele sind ungefähr super viele? 15, 20? 50. Was? Also wirklich, das ist wirklich hart Betrieb. Also die machen wirklich so im Akkord, schleppen die da Säcke die ganze Zeit in diesen LKW rein und beziehungsweise aus dem ersten immer raus und im zweiten wieder rein. Ich spiele in der Zeit mit meiner Handgranate rum. So, das seht ihr halt so. Also man sieht ja halt natürlich jetzt nicht perfekt, ja, weil da auch dann so üblich so dieses Schanzenmäßige ist und dann gibt es ja diesen leichten, ich sag mal, Tunnel, der da so angefahren wird. Deswegen ist die Sicht nicht optimal, aber man sieht halt immer mal wieder so durch diese Lücke die ganze Zeit diese ganz vielen, also ja, vielleicht sind auch nur 30, viele auf jeden Fall, ja. Das ist nicht genau, ihr habt nicht genau gezielt, auf jeden Fall die ganze Zeit mit diesen Jutesäcken. Da ist rein, viel zu raus, viel rein, raus, rein, raus. Wir müssen wissen, was in so einem LKW drin ist. Da sind viel zu viele Leute, aber dass wir da jetzt gucken gehen. Wir müssen den LKW verfolgen, gucken, wo der hinfährt. Ja, und dann gucken wir erst, wo der hinfährt und wo der das abliefert. Und dann können wir im Zweifel immer noch den nächsten LKW. Oder den sogar, je nachdem, wie viel da los ist, wo er es abliefert. Können wir dann ja immer noch checken, wie die Lage dann da ist. Mhm. Aber am smartesten wäre wahrscheinlich wieder die andere Gasse zurückzufahren oder wir haben oder kannst auch geradeaus durchfahren, wa? Ja, aber wir wollen schon da sein, wo die LKWs vorbeifahren, damit wir von da aus einen verfolgen können. Ja, also sammeln wir den nicht vorher wieder ein? Wie die? Weiß ich nicht. Also wie die halt immer fahren, müsst weil es halt mich, also, müsst du mich halt fragen. Ich habe gesagt, ich bleib da. Ja, musst halt überlegen, also. Wenn du so das Haus hast und du hast halt hier so die Gasse, ist der einzige Grund, warum die LKWs so fahren, ist halt, weil die halt über ihr Privatgrundstück vor dieser Wäscherei fahren, wa? Die Straße selbst hat keinen Knick. Ja, aber irgendwann kommt sie ja irgendwo aus und genau, die andere Straße wird ja auch da aus. Ja, genau. Also links, vielleicht links einmal fahren. So wieder zurück. Ja, das kannst du natürlich machen. Und hier müssten wir uns irgendwo platzieren, dass wir sehen, wo der LKW rauskommt, damit wir dann dem hinterherfahren können. Ja. Können wir das machen? Ja, warum nicht? Das machen wir. Ja, dann macht ihr das. Dann fahrt ihr halt komplett durch bis halt zur Schwelm Street. Wiegt halt zweimal links ab quasi und fahrt dann halt die 34. Straße wieder zurück, seht halt quasi die Szenerie nochmal von der anderen Seite, wo dann die ganze Zeit die Asiaten in diesen LKW reinlaufen mit den Säcken und den zweiten einfach irgendwie voll machen. Und kurz bevor ihr halt dann da ankommt, fährt auch so gerade so einer... Ah, wie praktisch. So raus quasi, oder so tuckert so ganz gemütlich und biegt dann halt rechts Elm Street und Richtung Tesco. Da wo... Ja, oder Parkhaus. Da fahren wir mal hinterher. Wir haben keine noch Zeit. Ja, ist cool. Nun, also du siehst das. Du rufst ihn kurz an am besten und sagst Bescheid. Ja, ich benutze mein Telefon. Ja, okay. Und rufe hier Mackie Messer an. Hallo. Mackie Messer. Juliano Santaro. Juliano, wir fahren noch. Wir müssen den LKW verfolgen. Es kann sein, dass wir ein bisschen später kommen. Du kannst weiterhin deine Pommes essen. Cool. Und beobachten. Und natürlich die Wäscherei beobachten. Ich habe da schon einen Plan. Falls was ist, wir rufen dich an und dann zerlegst du den Laden, wenn wir uns verpassen. Geil. Passen. Cool. Sehr gut. Bis später. Super. Okay. Ciao. Möchtest du gerade was tun? Ja. Okay, was möchtest du gerne machen? Also ihr verfolgt jetzt im LKW. Yes. Lange. Ich gehe zu Louis. Ja. Also Louis ist ja eh noch da drin und der ist halt zwischendurch sauber, hat seine Wunde versorgt und natürlich ab und zu kommt auch mein Gast rein, dann kriegt der schnell Pommes oder so. Stell mich vor ihn. Ja. Sag ausziehen. Was stimmt denn mit dem Jungen? Okay, ja, Louis hat einfach Angst und zieht sich halt bis auf die Unterhose aus. Gut. Mitten in dem Laden. Ich nehme seine. Ist mir scheißegal. Ich nehme seine Klamotten. Ja. Gib mir meine Tüte. Okay, Louis geht gerade und gibt dir so einen Müllsack. Cool, packe ich die Sachen da rein. Ja. Sag so, schönen Tag noch.
Und dann gehe ich raus aus der Tür, möchte Richtung Wäscherei laufen. Ach so, ja, okay. Dann gehst du raus. Das sind und halt vollgeblutete Sachen. Ne? Läufst halt Richtung Wäscherei, ja. Und gehst halt über die Straße drüber, ja. Und stehst jetzt halt vor der Wäscherei. Da würde ich gerne reingehen. Gehst du rein, so. Ja, und dann siehst du halt links. Was sehe ich denn da? Genau, siehst du halt links die Waschmaschinen, die du halt auch schon gesehen hast. Und rechts so ein Tresen, wo halt auch andere Leute stehen in so einer Reihe. Und ich sag mal so übliches Wäschereikonzept mit diesen Haken, weißt du, und diesem Ding, wo du draufdrücken kannst. Dann gehen die Klamotten so an dir vorbei, links und rechts, damit du halt immer rausgehen kannst. Heißt, es gibt da auch eine Bedienung und. Genau, da gibt es halt auch so eine. Gibt es eine kleine asiatische Dame. Die immer, die wohl nicht sehr gutes Englisch spricht, oder Deutsch oder Italienisch, ja, sondern die macht immer nur Money, Money. Ja, und dann zeigt die so auf den Zettel. Ne, und dann sagt die, Montag, Montag, 8 Uhr. Ja. Und dann kommt der Nächste. Okay. Ja, dann spreche ich, erkenne ich, ob sie, was für eine Art von Asiatin sie ist. Chinesisch, ach Japanisch, so. Koreanisch. Ja, eher. Ich hab dich verstanden. Eher ostasiatisch als, kaukasisch, wenn. Also eher so wirklich in die okay. Richtung. Dann sage ich, halt. Okay, was möchtest du denn damit gesagt haben? Was ich damit gesagt habe, ist. Also, Moment, das ist aber auch so, dass es so ein eigenes Waschmaschinenplätzchen gibt, wo ich mich dann so hinsetzen kann, dann schön auf meine Waschmaschine glotzen kann. Ja, das so. Wäre links halt. Also, wenn du reinkommst, ist es quasi okay. Zweigeteilt. Also, hey, ich brauche so eine Waschmaschinenmarke oder was auch immer. Oder muss ich das Geld da so direkt erwerfen? Ja, genau, dann erzählt ihr dir halt auf Chinesisch mit. Ja, das war halt Chinesisch. Oder Koreanisch? Koreanisch? Ich habe Koreanisch geredet. Ja, oder sie, Klack, wenn du sie möchtest. Sie redet auf Koreanisch zurück, dass du halt bitte darüber gehen sollst, ja, und dann einfach wie der normale dumme Amerikaner deine scheiß Viertel-Dollar da reinschmeißen sollst. Okay. Das ist echt nicht so schwer. Okay, ist okay. Dann mache ich das. Okay. Und schmeiß die Sachen da rein und ich würde natürlich, setz mich dann da hin und versuche dann natürlich irgendwie die Ohren aufzuhalten, falls irgendwelche ne, ich höre halt, was die Alte macht und ich versuche halt irgendwie vielleicht nochmal, weiß ich nicht, was man so als Mafiosi, was macht man denn da, gucken, ob wo die Überwachungskameras sind, ob es irgendwelche besonderen Stellen gibt, die mir auffallen sollten, als halt nur eine normale Waschmaschine also oder Wäscherei. Also das sieht halt erstmal auf den ersten Blick aus wie eine normale Wäscherei, ja, du hast halt deine Erfahrung. Ja. Hast mittlerweile gezählt, es sind genau 30 Waschmaschinen. Okay, cool. Die funktionieren die auch alle? Habe ich alle getestet? Nee, du hast nicht alle getestet. Ja, aber offensichtlich sind es halt 30 Waschmaschinen, deswegen halt mehreren von diesen Überwachungsgläsern an der Decke. Ja, also auch komplett verteilt, also nicht nur eine oder so, sondern wirklich, keine Ahnung, so 10 oder so, schon relativ engmaschig. Ansonsten rechts sitzt halt diese eine Koreanerin, die nimmt halt die ganze Klamotten entgegen, wenn Leute reinkommen. Und kommen viele Leute rein? Ist schon gut besucht. Also auch, du bist ja auch nicht der Einzige, also auch ich würde sagen, von den Waschmaschinen läuft die Hälfte. Oh. Also wirklich schon relativ voll. Oder halb voll, wie man auch immer nennen krass möchte. Was sind das für Gestalten? Einfach Standardgestalten oder? Alles Mögliche dabei. Weißt du, Leute, die halt wahrscheinlich keine Waschmaschine zu Hause haben. Okay. Und dann also solche Leute, okay. Wäsche waschen. Ja. Solche Leute. Ja, kann ja auch sein, dass das, keine Ahnung, plötzlich dann nur Anzugträger ja, sind Leute, oder die sowas. Tinder benutzen sie ja, glaube ich. Zum Beispiel, ja, oder Magic über Skype. Ja, genau, das ja. Richtig und, ja, okay, ich versuche ja nur zu beobachten. Ja, und dann halt bei ihr selbst am Tresen sind halt Leute, die dann halt immer mit so Sachen kommen, die halt so in die Reinigung müssen. Mhm. Und reden die alle halt Englisch entgegen und sagen nur Money, Money, Money oder ja, reden die auch mal Koreanisch? Also die meisten von denen reden halt Englisch und geben dann halt, also viele von denen haben halt dann diese ganz normalen Kleiderbügel mit dabei, wo halt dann der Anzug drüber hängt und geben die Sachen dann so. Oder manche haben halt auch irgendwelche einfach so Säcke und geben dir einfach ja? dann okay. die Geschichten. Und ja, ab und zu siehst du halt auch Leute, die bringen dann halt so diese Anzugdinger, die man kennt, die halt so aus diesem Hartplastik sind, die aber so lichtundurchlässig sind, mit so einem Reißverschluss dran. Ja. Ich weiß nicht, wie man die nennt, leider. Ja. Anzug. Schutz. Ja, ich Dingsbums. Weiß, so Anzugtüte. Quasi, ja. Nur halt undurchsichtig und halt mit mehr als einmal nutzen. Ja. Ja, weil sie so einen Reißverschluss ja, haben. Ja, verstehe. Und immer wenn die kommt, freut die Dame sich halt ein bisschen, weißt du? Weil der halt mal ganz cool findet, dass halt ein Anzug gewaschen werden muss. Okay, wohl. Krass. Ein Anzug, und nice. Die Anzüge hängen auch alle links. Und also so auffällig freut die sich. Ja, die hat halt immer schon so ein Lächeln. Also wo ich sagen würde, das ist aber interessant. Das würde man schon interessant finden. Okay, ja. Finde ich schon interessant. Alles klar, okay. Ja. Cool. Und ja, ansonsten viel auch ganz normale Fashion natürlich. Okay. Ja. Und dann würde ich jetzt einfach erst einmal mein hier das Ding auf Schnellwaschgang einstellen. Ja. Und dann schmeißt deine 25 Cent da rein. Dann schmeiß ich meine 25 Cent, 50 Cent, whatever da rein.
Und warte einfach erstmal ab, okay, bis das fertig ist. Währenddessen fahrt ihr halt schön weiter durch Boston. Und dann bis zum Hafen. Und an so einer Hafenpassage öffnet sich, als fährt der LKW zu so einem Hafenzolltor, sag ich mal. Die Tür öffnet sich halt. Der Zollbeamte, der da sitzt, der freut sich halt, wieder ein schöner grüner, ein gelber LKW kommt, weil der immer extra schöner grüner, weil der dann immer extra grüne Scheinchen bekommt. Ah, und das dann, haben wir gesehen? Das habt ihr gesehen, ja. Okay. Also ich meine, ihr habt halt Geldtransfer gesehen von dem Typen aus dem LKW an den Typen, aber ihr wisst halt, warum sollte man beim Zoll an der Schranke Bargeld bezahlen? Ja. Ja, und dann ist der LKW halt durch und fährt halt dann hinten einfach so in so eine Lagerhalle rein. Das heißt, wir könnten uns im Hafen umhören. Haben wir. Habe ich da ein bisschen. Habe ich eigentlich auch Geld mit? Weiß ja, nicht. Wir haben Portemonnaie halt dabei. Haben wir bekannt, ja, aber so 21er bräuchte ich. Ja, hast halt einen 20er. Gut, 21er, okay. Gehört der Hafen zu unserem Gebiet? Nee, der gehört zu keinem bekannten Gebiet. Ist halt ein industrieller Hafen, einfach so, wo auch. Also, wo halt international In- und Export gemacht wird. Also, ja, Boston, Maine. Das heißt, also, wir können bei dem Hafenmeister da, bei dem Zollmann, den können wir mal fragen. Da kennen wir Leute, die beim Hafen. Haben wir da irgendjemanden platziert, irgendwo, irgendjemanden geschmiert von den Offiziellen oder so? Ja, also, ihr habt natürlich den Hausmeister. Ne? Der ist natürlich ganz wichtig. Natürlich haben wir den Hausmeister. Natürlich hat man den Hausmeister, ne? Das ist halt eine wichtige Person. Mit dem stellt man sich immer gut. Und ja, ansonsten, also von den Polizisten und so, der Zollbeamte, den kennt ihr nicht, okay, der dann im Häuschen sitzt, oder ob es ein Zollbeamter ist, weiß nicht, auf jeden Fall der Wächter oder so mit der offiziellen Uniform, den kennt ihr halt nicht. Und, ja, das ist eigentlich scheiße, wie kommen wir dann da drauf? Ja, Hausmeister anrufen, wenn halt unser Man ist, kann uns vielleicht irgendwas dazu sagen zu dem ganzen Kram. Ja, das könnt ihr natürlich machen. Und während ihr noch so am Überlegen seid, kommt auch schon wieder so ein gelber LKW raus und fährt halt Richtung Innenstadt wieder. Mhm. Ne, den verfolgen wir aber nicht, würde ich sagen. Nee, wir rufen jetzt den Hausmeister an und fragen mal, was da so abgeht. Würde ich auch sagen, ja. So. Ja, gut, dann wir rufen den Hausmeister an und fragen, ob der nicht mal kurz zu uns kommen kann und sich mit uns trifft. Gut, wer ruft an? Du? Ja. Du? Okay, dann rufst du an, er heißt Vito. Ja, ciao, Vito. Als Pole. Don Vito, also als Pole. Trotzdem. Ja, aber er kann trotzdem Englisch, ja. Pete, hi, na, alles gut, alles gut? Alles Beste, wie ist bei dir? Kann ich ja, ey, alles super, super. Wie geht's den Frauen und den Kindern? Du weißt doch, Laura ist halt immer, die wird immer fetter, die Kuh, aber nee, sonst ist alles super bei uns. Ach, ich würde mich mal so gerne mal wieder mit dir unterhalten. Bist du gerade zufällig am Hafengelände? Ja, natürlich, ich arbeite doch. Klar, wo steht denn hier gerade? Dann komme ich vorbei. Vorm Eingang. Ja. Also da, wo die Zollschranke ist. Ah, da, ja, klar, sicher. Gib mir 5 Minuten. Alles klar. 5 Minuten später kommt er halt angelaufen mit so einem typischen Hausmeister-Dress, auch so richtig klischee-mäßig in Grau. Blau oder nee, grau? Okay, grau. Ja, auch so ein bisschen abgeranzt und schon die Fluppe noch also gerade ausgemacht, weil sie schmeißt weg, schon die nächste ist schon wieder. Ja. Während er es weggeschmissen hat, so. Die nächste ist schon wieder an, ja. Kommt auch an, hustet auch echt wie so ein Schornstein. Hallo, Pete. Auch, jo, Vater. Vito. Hallo, wie kann ich euch helfen, meine guten Freunde? Ciao, Vito. Komische Dinge spielen sich ab. Was gibt's Neues hier am Hafen? Was kannst du uns erzählen? Ja, seitdem ihr das letzte Mal hier wart, ja, also hier diese Gelben, ne, sind jetzt hier die ganzen Asiaten. Ich weiß auch nicht, was die wollen, aber die fressen mal alle Käse oder so, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die ein riesen Lager gemietet hier und einmal im Monat kommt da ein Schiff für die extra. Einmal im Monat kommt ein Schiff für die extra und was machen die sonst so? Wird das Schiff dann entladen in das Lager? Nee, das wird voll gemacht. Das wird voll gemacht? Ja. Das Lager wird vorher immer voll gemacht von den Bussen? Das, da sind halt ganz viele Asiaten und die schleppen halt immer so ganz viele Judesäcke auf ja, den... Mit den gelben Bussen wahrscheinlich. Container? Also die verladen komplette Container da drauf? Die verladen halt, die machen halt komplette Container voll und machen das dann da drauf, also ja. Wie oft kommt das? Ja, das Schiff kommt einmal im Monat. Ich weiß nicht, wie viele Container die schaffen, ja, das kann ich nicht sagen. Das ist nicht so schlimm. Ja. Warum glaubst du, dass die Käse fressen? Ja, Asiaten halt. Und der Don hat gesagt, dass sie Käse fressen. Und der Don hat immer recht. Ist da irgendeine Möglichkeit, dass wir uns da vielleicht mal umgucken können? Ja, sicher, komm einfach mit. Ja, kannst du es einfach mitnehmen? Ja, wir gehen einfach den Hausmeistereingang kurz rein. Ah, und dann, perfekt. Also wir müssen, vielleicht zieht euch noch mal so ein graues Ding an, dann können wir einfach in der Halle mal was reparieren. Ja, das ist ja easy going. Ah, Vito, ein Freund der Familie. Kennt sich doch immer alles. Das wird nicht vergessen, mein Freund. Das immer wird alles. Nicht vergessen. Er geht dann zu diesem, also ein Stück weg von diesem Ding, ist halt ein bisschen Umweg, er muss halt hinten rum, gibt es einen Personaleingang, er hat so eine Chipkarte, macht da Tüt, ne, und dann geht halt die Tür auf.
Er grüßt halt irgend so eine Wache, die halt fast tot ist, weil die einfach 200 ist. Läuft halt daran vorbei. In den Personalraum. Und Vito hält euch dann so, ja hier, das müsst ihr einmal anziehen, damit ihr halt ein bisschen mehr aussieht wie Arbeiter. Ja, natürlich, das halt, kein ja, Problem, Vito. Und drückt euch weiter jeweils aus so einem Werkzeugkasten in die Hand, ne, und dann geht ihr mal ab Richtung Halle. Ihr kommt in diese Halle an, die ganzen Leute, die da arbeiten, kümmern sich, also interessiert sich gar nicht für euch, ne, die machen einfach ihren Job. Ihr seht halt, wie die ganze Zeit die so... Das ist die Asiatenhalle. Genau, das ist die Asiatenhalle. Ihr kommt halt da so rein, Vito geht mit euch so auf so eine Reling hoch und fängt dann an, so ein Rohr rumzuschrauben irgendwo, und ihr könnt dann halt währenddessen in diese Halle gucken. Ihr seht halt, wie dann anfängt halt, also wie halt immer so ein LKW da reinfährt. Die Asiatenarmee kommt quasi, die packen alle diese Jute-Säcke oder was auch immer da raus. Rennen halt damit zum Schiff, zu diesem Container, und dann ab und zu kommt halt mal auch ein größerer LKW, der ist dann aber nicht mehr gelb, und da sind dann halt Lebensmittel drin, wie Kartoffeln oder so, und die kommen halt in den gleichen Container mit rein. Hm. Ja, und dann kommen halt so immer ein paar Jutesäcke, Kartoffeln oder Möhren oder Zwiebeln oder irgendein anderes. Wie bei Lord of War. Genau, wie bei Lord of War, genau. Ja. So ein bisschen so in dieses hier. Und das ist halt so deren Business, das machen die halt. Und dann versuchen die halt einen Container nach dem nächsten, machen die voll. Sind schon relativ fix. Wie viel ihr jetzt schaffen, kannst du nicht beurteilen aufgrund der kurzen Zeit, die jetzt da seid. Auf jeden Fall, Vito schleift euch dann noch ein bisschen so weiter, dass ihr euch da oben halt auch ein bisschen bewegt, damit es nicht so auffällig ist, ja, von einem Rohr zum nächsten. Wir müssen irgendwie an so einen scheiß Jutesack ran, nicht wir wissen, was da drin ist. Ich fürchte aber, das kriegen wir in dem Hafen nicht hin. Schwierig. Das sind viel zu viele Leute. Ich fürchte, wir müssen gucken, dass wir so einen LKW kriegen. Und dann seid ihr irgendwann auf der anderen Seite, geht ihr aus der Halle wieder raus. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen, aber viel länger wäre vielleicht ein bisschen auffällig gewesen. Ja, kein Problem. Aber ich hoffe, dass ihr damit sehen konntet, was ihr braucht. Vito, das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Wir werden es nicht vergessen. Du bist ein ewiger Freund der Familie. Ciao. Dankeschön. Sollte beim nächsten Mal spüre die Zahlung anstehen, erlasse ich Messer ein auf Maria. Dankeschön. Vater, danke. Kein Problem. Ich spüre mein Messer in deinem Nacken, obwohl ich nicht da bin. Okay, die schmuggeln halt irgendwas über Schiffe dann raus. Da ist halt die Frage, ist die Wäscherei nur quasi der Umlageplatz? Also, dass sie einfach nur den Parkplatz der Wäscherei benutzen, um von den Ankommen... Das ist die Geldwäscherei. Also das ist die Geldwäscherei? Ja, Geldwäsche. Und dann Geld in Säcken und dann aufs Schiff. Du meinst, die schmuggeln Geld raus? Keine Ahnung. Ja, die Frage ist, machen die auch Drogen. Ich weiß, die Frage ist, ob volle LKWs bei der Wäscherei ankommen und die Sachen dann in neue LKWs geladen wird, oder ob die Sachen, die in die LKWs geladen wird, von der Wäscherei kommen. Also in der Wäscherei war es ja auf jeden Fall so, dass die Säcke in die LKWs geladen werden. An der Wäscherei, ja. Hinten ja, auf ja, Parkplatz. Ja, da hinten noch ein Parkplatz. Genau, aber die Frage ist, woher die Säcke kommen. Konnten wir das erkennen, ob die Säcke von LKWs kommen, die da waren? Ja, also es waren halt diese zwei LKWs, weil der eine wurde halt ausgeladen die ganze Zeit, der andere wurde halt die ganze Zeit eingeladen. Genau, das heißt, an der Wäscherei passiert eigentlich nichts außer Umladen. Ja, okay, was natürlich mit den Säcken in der Wäscherei passiert, kannst du... Die gehen in die Wäscherei? Das ja, die laden halt, also, ja, logischerweise, weil die laden halt die Säcke aus der Wäscherei, aus dem LKW raus. Dann siehst du es ja nicht, was dann passiert. Und auf der anderen Seite, in den zweiten LKW, werden die Säcke die ganze Zeit wieder rein. Ja, es könnte ja sein, dass die von dem einen LKW in den anderen LKW laden also, direkt. Könnte auch sein, aber könntet ihr nicht sehen. Eigentlich müssen wir dann... Entweder den LKW von der Wäscherei oder zur Wäscherei. Da müssten wir mal einen Blick reinwerfen. Oder wir müssen tatsächlich in die Wäscherei einbrechen und gucken, was da ist. Ja, das können wir aber tagsüber vergessen. Wie war denn die Strecke von der Wäscherei zum Hafen? War da irgendwo eine Möglichkeit, dass man eine Straßensperre machen könnte oder sowas, dass man mal so einen LKW überfallen könnte? Das ist halt schon mit Highway dazwischen gewesen, wa? Also es ist halt schon sehr... Ja, aber fand ich auch irgendwo mal wo also ein bisschen, bisschen geheimer? Nö, ist halt einfach straight zum Hafen. Also wirklich ganz... Offiziell, sag ich mal, fahren die halt wirklich bis zum Hafen, bis zu dieser Zollstation, bis zu dieser Station. Die Schranke geht auf, die fahren in den Hafen rein. So wie halt, also wie halt 200.000 andere LKWs auf diesen Hafen auch jeden Tag fahren. Okay, das heißt, wir müssen den Zollbeamten auswechseln mit jemandem von uns. Der muss ausgenockt werden, einer von uns übernimmt die Position, hält den LKW auf. Hat wer Hitman gespielt? Nee, aber das ist doch witzig, oder? Und ja, dann können wir den LKW übernehmen. Ja, mach das. Und dann wieder mit dem wegfahren. Also dann müssen wir also gewaltsam natürlich... Also wenn er rauskommt. Wenn er rein will. Bevor wir die Schranke öffnen, sagen, ja Moment, Problem. Und dann kommen wir zu dritt und versuchen den... Das sind ja maximal zwei Leute drin oder sowas. Nee, wir würden ihn ja wieder abholen. Ja, also muss ja einer... Muss ja, genau. Und dann, ja, aber mit dem Zolltypen kann man dann jetzt... Also mit einem von uns dann zu dritt versuchen wir den LKW zu übernehmen und dann damit wegzufahren. Ja, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Wir müssen nur den Zolltypen ersetzen.
Und eigentlich musst du ja nur auf der Fahrerseite stehen und sagen, Hände hoch. Ja. Ich finde das ein guter Plan. Also geht jetzt erst zu eurem Auto und geht ihn abholen. Ja, wir würden dann zu ihm fahren, ja. Wir wissen allerdings nicht, dass er in der Wäscherei ist. Wir denken, er ist immer noch bei Louis. Na gut. Vielleicht rufen wir dich einfach an auf den Weg. Gut, aber dann fahrt ihr erstmal, geht ihr erstmal zurück zum Auto. Ich bin mir überlegen, ja? Bevor wir den ersetzen, der Typ, der da diesen Zolltyp macht. Ja. Was ist das so für ein Kerl? Also groß, klein, stämmig, nicht. Ich würde sagen, echt so ein mega Durchschnittstyp, der einfach ein bisschen Kohle braucht. Mhm. Ja, und deswegen halt, ist halt schnell verdientes Extrageld, nicht zu gucken, was in dem Eck, also die Papiere einfach abzuzeichnen. Eigentlich ist das eine ziemlich dumme Idee, dass wir einen C63 fahren. Kleiner Kofferraum. Das stimmt. Na, da passt bestimmt. Man muss halt die Leichen zerstückeln. Ja, vor dem Zolltor. Ich will es erstmal. Das Problem ist übrigens vor dem Zoll, wenn das wirklich so ein. Also, das ist ein Zolltyp. Der steht an so einem Zaun mit einer Schranke und da ist auch so oben Stacheldraht drauf. Genau. Da ist eine Kamera drauf gerichtet. Deswegen würde ich ihn ja jetzt auch nicht direkt umbringen wollen, sondern versuchen, er braucht Geld. Er soll einfach mal 2 Stunden vorher Feierabend machen. Lose Enden, mein Freund. Ja. Sieht der Herr gar nicht gerne. Ja, mei. Ob das da alles können wir so uns später drum kümmern. Ja. Das erfahren wir dann aber erst morgen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Haut rein, ihr Geilstädtchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.